der Champions League ist vor der Bundesliga. Nach dem unglücklichen 0:1 am Dienstag gegen Neapel will Union Berlin gegen den SV Werder Bremen im Weserstadion zurück in die Erfolgsspur. Die Niederlagenserie beenden. Urs Fischer, seine Mannschaft also im Duell mit Ole Werners Werder Bremen. Und es ging gut los. Erste Minute, Union vor allen Dingen in der Anfangsphase immer wieder über die rechte Seite mit Platz. Hier Geraldo Becker, der sich durchsetzt, dann nicht attackiert wird. Immer noch Geraldo Becker und der findet im Zentrum Christopher Trimmel. 50 Sekunden vorbei, erste Gelegenheit für die Eisernen. Das Spiel, es flacht dann allerdings immer weiter ab. 17. Minute zum ersten Mal Werder. Duksch, der sich immer wieder fallen ließ ins zentrale Mittelfeld. Bittencourt, sein Abschluss am linken Pfosten vorbei. Eigentlich eine Partie, die mit 0:0 völlig gerechtfertigt in die Pause gehen müsste. Nochmal der Abschluss von Brandon Aaronson, will da den Eckstoß haben. Den gab es allerdings nicht. Es passierte wenig auf beiden Seiten, bis dann die 38. Minute kam und ein Freistoß für die Hausherren anstand. Marvin Duksch schaute und suchte und fand dann den Kopf von unglücklicherweise Robin Knoche. Eigentor, auch wenn Raphael Moret feiert. Aber Knoche lenkt den da ins eigene Netz. Es läuft einfach aktuell vieles gegen Union Berlin. Knoche, ja, nimmt Renault da den Ball weg. Der Schlussmann wäre wohl da gewesen. Und so also der Rückstand zur Pause in einer eigentlich ausgeglichenen Partie ohne wirklich große Highlights. So geht's in Halbzeit 2 weiter. 60. Minute. Rani Khedira fliegt dann mit glattrot vom Platz. Tobias Stieler, der Unparteiische, sofort mit dem Griff an die Gesäßtasche im Duell mit Romano Schmid. Es ist für mich eine harte Entscheidung. Ja, es läuft einfach aktuell nichts zusammen bei Union Berlin. Jetzt also auch noch das Spiel beenden zu müssen in Unterzahl. Das machte es Bremen natürlich immer einfacher. Langer Ball auf Duksch und der blieb dann cool. 2:0, 75. Minute. Es war der Knackpunkt in diesem Spiel, dieser Platzverweis. Dadurch merkte man der Mannschaft auch an, okay, auch heute wird es wahrscheinlich schwer zu punkten. 2:0, dann die Vorentscheidung natürlich eine Viertelstunde vor dem Ende mit der letzten Aktion. Dann aber doch nochmal ein Lebenszeichen von der Mannschaft von Urs Fischer, der eingewechselte Hollerbach. Und dann der Abschluss des ebenfalls eingewechselten Leiduni Zetra ist aber zur Stelle. Es ist der Schlusspunkt dieses Fußballspiels. Es läuft aktuell einfach alles gegen Union Berlin. 0:2 der Endstand in Bremen. Aber es hilft nichts. Wir müssen den Mund abputzen. Wir müssen weitermachen. Am Dienstag steht dann ja schon das Pokal-Auswärtsspiel in Stuttgart auf dem Programm. We lost against Werder Bremen. What do you think about the game today? I mean, at the moment, it's tough. I mean, the losses of games are adding up, and it's really tough for a lot of the guys and me. And yeah, I mean, I think at the end of the day, you have to take positives. I think we had chances that we're just not finishing at the moment, and we're getting a little unlucky with like the own goal and then the red card, of course. So it's not enough to say we're unlucky at the moment. We just have to be better, you know. We have to be better. So is it just go on, work hard, or is there any new thing we can do, or is it just come back to the basics and go on working? Yeah, I think it's remembering the basics and continuing to stay positive. I think positivity is a big thing in football. You know, when things are down, you have to stay up and you have to keep taking things from games, keep moving on, because at some point they will go away, and yeah, things will be better. What can we do to stay positive? What can you do as a team to stay positive? I think for me, I don't know about everybody else, but I think that for me, I'm always trying to push the players on to help my team and speak positive words. You know, like when someone gives the ball away, you know, keep going, keep fighting. Like it's okay. Mistakes are part of the game. You know, so I think that's what I do personally. And I think that off the pitch is sometimes just forgetting about football in moments. You know, and just living your life. And then football is when you go to training. And then when you're off, you gotta focus on your family, your friends, and just being yourself. So it's also just to get your head free at the moment? Yeah, I think it's
you know, I think that we're so focused on getting results, you know, that it's tough and it's messing with our heads, you know. So I think that it's time for us to just take a step back and just continue, just keep working every single day in training and get the basics right and just, yeah, continue to get better. I wish you all the best for that. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, zuerst, Ole, gratuliere dir und deiner Mannschaft. Wie soll ich sagen? Ja, zum Sieg, logisch. Ich glaube, die Momente waren heute auf Seiten der Bremer. Ich glaube schon, dass wir eigentlich gut reingekommen sind ins Spiel. Ich habe ein ausgeglichenes Spiel gesehen, eigentlich bis zu diesem Freistoß, wo wir dann ein Eigentor, ein unglückliches Eigentor erzielen. Ich glaube, das war dann so für die erste Hälfte wirklich ein Knackpunkt. Es fühlte sich so an, wie der Stecker gezogen wurde. Die Mannschaft wirkte dann wirklich verunsichert, verkrampft. War gut, dass wir dann eigentlich mit 1-0 in die Pause gehen konnten, haben da nochmals zwei, drei Dinge angesprochen, wie wir es in der zweiten Hälfte besser machen wollen. Ja, und dann nimmst du dir mit einer roten Karte wieder was weg. Dann war es natürlich wirklich enorm schwierig. Ich glaube, dann Bremen zum richtigen Zeitpunkt aus 2-0 gemacht. Ja, am Ende stehst du wiederum ohne etwas da. Nicht genug auf dem Weg in die Kabine. Mein Analyst Adrian Wittmann hat sich dann noch die Patellasehne gerissen. Also wie verhext im Moment. Ich wünsche da an dieser Stelle ihm gute Besserung.